Filmereignis des Jahres. Visconti verfilmt das Leben Ludwigs II. Von Bayern. Sein bislang größter Erfolg in Deutschland war nach Rocco und seine Brüder und dem Leoparden Tod in Venedig. Visconti, der schon Schauspieler wie Mastroianni und Delon groß gemacht hat, setzt für seinen Ludwig auf Helmut Berger, einen jungen Österreicher, der seit Jahren in Rom lebt. Visconti hat auch Romy Schneiders neues Gesicht mitgeprägt. Jetzt spielt sie die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Heuer keine Trauer, sondern bayerischer Zorn. Denn der Film Ludwig Helmut Berger, vor Jahren auch mit Aktfotos bekannt geworden, wird in diesem Lichtspiel nackt in den Starnberger See steigen. You would have laughed heartily if you could see yourself as my heart. That strange mirror saw you. You were right to break it, my lady. Ludwig wurde in eine Welt hineingeboren, die zum Untergang bestimmt war. Er flüchtete sich in die Welt der Kunst. Das Ergebnis war kitschiger Prunk. Wie sieht Visconti Ludwig? Naturalmente, era un uomo che non sapeva adattarsi a una realtà, alla realtà che lo circondava. Ludwig war ein Mann, der sich seiner Umwelt nicht anpassen konnte. Er war seiner Zeit voraus. Ein Mensch, der sich seinen Fantasien und Träumen hingab. Denn er litt unter einer Realität, in der er sich nicht verwirklichen konnte. Helmut Berger hat einen sehr direkten Weg zum Verständnis Ludwigs gefunden. Ludwig war 19 und war für mich wirklich ein Avantgardist. Weil mit 19 Jahren Wagen zu verstehen, und in Deutschland kein Mensch hat es verstanden. Also er hat das alles verstanden, wie wir heute, sagen wir, verstehen Andy Warhol. Und die alte Generation versteht keine Andy Warhol, verstehen keine Blue Movies. Die sagen, das ist Schweinerei, das ist ein Insult, das ist Masturbation und so weiter. Aber es ist nicht. Das ist Pop. Und das ist unsere Zeit. Und das hat auch mit Ludwig einen großen Zusammenhang. Wenn wir sagen, Sly Stone and Family, die da in New York herumsausen mit ihren rosaroten Rolls-Royce, mit weißen Reifen und überall mit Tigerfällen drinnen. Für mich ist das eine Art Ludwig heutzutage. Der hat damals genauso gelebt mit seinen Schwanen, mit seinen Pfauen, mit seinen Märchenschlössern und so weiter. Und nebenbei hat er noch Wagner gehabt und hat geträumt von Siegfried und Brunhilde. Er hat geglaubt, er ist Siegfried und die Elisabeth von Österreich war die Brunhilde für ihn. Mir kommt vor, wenn der hat gelebt, wenn er ununterbrochen unter Hasch wäre. Romy Schneider stand vor 17 Jahren zum ersten Mal als Kaiserin Elisabeth vor der Kamera und hat sich als Sissi einen unverrückbaren Platz in der Volksgunst erobert. Wann kommt die denn, die Sissi? Darauf warte ich nämlich. Möchte ich mal gerne sehen. Ne? Warten wir wohl alle drauf. Ja, da, wir haben den Film gesehen, Sissi. Ja, alle ja, der war ja damals. Das interessiert uns sehr. Romy Schneider als Kaiserin Elisabeth heute. Sissi 1972. Wenn es nach dem Wunsch ihrer deutschen Fans ginge, würde sie dieses Etikett noch als Großmutter tragen. Und die Sissi spielt sie jetzt auch wieder, ja? Jetzt in dem Film. Und halt das Ältere. Ja. Also aber als ältere Frau. Ja, 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 das traue ich ihr schon zu. Dafür hat sie Talent. Während die Schneider sich hierzulande mit jedem neuen Film gegen die Sissi-Vergangenheit behaupten muss, ist Helmut Berger bei uns erst einmal in Viscontis Verdammten zu sehen gewesen. Ich bin aus Salzburg weg. Ich war 18 und ich habe meine Matura gemacht und ich war immer in einem College aufgewachsen. Und dann bin ich zurück in meine Heimatstadt Salzburg und dann habe ich gemerkt, dass mir nichts gibt. Die Stadt gibt nichts mit so viel, die ganzen Trachten, die Würstelstände, die Bräustübeln und die ganze Bürgerlichkeit, das Engbürgerliche, es war zu viel. Berger ging endgültig von zu Hause fort und kam über die Schweiz, Paris und London nach Rom, wo er sich die Türen zum Jet-Set öffnete. Ich als Österreicher habe irgendwie einen Charme, verstehst du? Und ja, ich habe die Leute amüsiert, ich war der Clown vielleicht für die und war sehr offen. Das Beste, wenn du den Schüchternen spielst, Charmanten, Einfachen, der noch
fasziniert ist von diesen Leuten. Weil die sind so alle so gelangweilt, so viel Geld, die haben alles schon gehabt und können alles kaufen. Haben ihn diese Kreise nie deprimiert? Deprimiert? Nein, nein. Sie haben mich irgendwie angespornt, damit ich auch etwas werde. In dieser Chat-Set natürlich lernte ich dann wichtige Regisseure kennen und wichtige Produzenten und wichtige Pressleute und so weiter. Ich bin ja nicht der geborene Schauspieler, der von der Wiege schon anfangen mit Schiller zu lesen und Goethe und Hamlet und so weiter. Ich bin das Geschäft irgendwie reinkommen, eben durch die Jet-Set. Und ich mache das Geschäft, um Geld zu machen. Ich möchte ein Filmstar werden. Ja, und ich werde es auch erreichen. Hi. Ah. Be silent. I too. For my misfortune could have been born a woman. Rather than not born him myself, that my chase. Luchino Visconti gehört allerdings nicht zum sogenannten Jet Set und ihm hat Berger seine Karriere zu verdanken. Er hat mich total aufgebaut, hat mir gelernt, wie man lebt, wie man sich in einer bestimmten Clique bewegt. Und ich habe, glaube ich, das Deutsche verloren. Ich bin international geworden. Ob es jetzt äußerlich ist oder auch innerlich. Ich bin nicht mehr der Salzburger Bauer, nehme jetzt einen Salzburger Hirtl und einen Gamsbad. Die deutsche Presse ist so gegen mich, weil verschiedene Journalisten gemein und bösartig darüber geschrieben haben, dass ich nur nackt arbeite und so, dieser blöde Quatsch. Sollen denken, was sie wollen, ich meine, das geht mich nichts an. Wenn ich eine Orgie mache, soll mich verkommen vorkommen, nächsten Tag, warum? Ich habe es selber, ich mache es mit Spaß, ich habe Spaß dran. Ich rechtfertige alles. Wir leben in einem Moment von freien Sex. So was wollen Sie? Was ist die Moral? Erklär mir das, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Moral ist. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was Unmoral ist. Ich weiß nur, ich habe mein Gewissen. Ich weiß in meinem Gewissen, das ist schlecht, das ist gut, aber ich weiß nicht, was Moral ist. Helmut Berger hat die bürgerliche Welt, wie er sagt, verlassen. Er ist stolz darauf, keine Moral zu haben, zum Jetset zu gehören und er glaubt, international zu sein. Aber er bestätigt damit nur das alte Klischee des Stars, dem die Filmsphäre alles zu ermöglichen scheint, was dem Zuschauer im Leben unerreichbar bleibt. Ein Star wurde durch Visconti geboren und kann nun auf Salzburg und aufs Bürgertum hinabsehen.